Hallo zusammen. Heute schauen wir uns mal die Verwandlung zum ausgezehrten Assassinen an. Die Verwandlung zum ausgezehrten Assassinen ist eine Belohnung für das Abschließen der Errungenschaft, die Litanei des Blutes. Um die Litanei des Blutes abschließen zu können, müsst ihr zunächst in einer größeren Stadt in den Diebesgildenunterschlupf gehen, dort mit Amelie Groh sprechen. Von ihr bekommt ihr eine Quest, folgt der Questline und ihr landet zwangsläufig im Verlauf der Quest in der Dunklen Bruderschaft. Wenn ihr in der Freistadt der Dunklen Bruderschaft angekommen seid, müsst ihr mit Astara sprechen. Im Anschluss daran müsst ihr einen Kontrakt für Elam Thrals erfüllen, wiederum einen Auftrag für Astara erledigen und einen Auftrag für Sprecher Terenus erledigen. Habt ihr das alles gemacht, erscheint ein neuer NPC in dem Raum, in dem Sprecher Terenus ist. Der NPC namens Nevusa gibt euch dann die Quest für die Litanei des Blutes. Ab da ist das Ganze ziemlich einfach gehalten. Öffnet die Litanei des Blutes, seht euch an, welche Ziele ihr erfüllen müsst. Habt ihr am Ende alle Ziele erfüllt, kehrt ihr in diesen Raum zurück, geht zum Altar. Darüber schwebt dann schon die Verwandlung zum ausgezehrten Assassinen. Und in dem Moment, in dem ihr die Litanei des Blutes dann wieder öffnet, erhaltet ihr die Verwandlung und die Errungenschaft Litanei des Blutes. Im weiteren Verlauf des Videos sind die einzelnen Ziele, die ihr finden müsst, zu sehen, mit ihrem Namen und dem Ort, wo ihr sie finden könnt. Ihr müsst trotzdem ein bisschen suchen, da die Ziele sich halt auch etwas durch die Orte bewegen. Und ich wünsche euch viel Erfolg bei der Litanei des Blutes.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Erfolg. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich beneide euch, Schwester. Nur wenige können der Mutter der Nacht und dem Schreckensvater ihre Ergebenheit auf derart dramatische Weise zur Schau stellen.